Hallöli, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy. Ich wollte schon 10 sagen, nein, 9. mit Mad-Eye und Sailor Cat im verwunschenen Wald, kurz vorm Boss. Läuft alles wieder normal? Ja, ihr seht gerade, ich habe ein bisschen gelevelt. Kenner des Spiels werden jetzt denken, um Gottes Willen, ist der geisteskrank. Level 9 im verwunschenen Wald. Und tja. Ja, ich habe ein bisschen geisteskrank gelevelt. Ich habe übrigens, bin nochmal zurück ins Luftschiff gegangen und habe dafür Steiner diesen Bronzefäustling gefunden. Und ansonsten seht ihr es, habe ich allen ihre Abilities beigebracht, sodass sie jetzt möglichst die bestmögliche Ausrüstung tragen können. Und das bedeutet, wir haben ein paar neue aktive Fähigkeiten, die erkläre ich mal ganz kurz. Und zwar haben wir bei Steiner die Kraftklinge, ist eine ganz coole Fähigkeit. Die Kraftklinge richtet Schaden an, je nachdem wie viele Lebenspunkte Steiner noch hat. Also Steiner hat maximal 454 Lebenspunkte, hätte er noch einen Lebenspunkt, würde er dann 453 Schaden machen. Okay, krass. Und wir haben Räuberauge. Räuberauge zeigt uns quasi, welche Gegenstände zum Klauen es beim Gegner gibt. Benutze ich nie. Aber wir haben's. Ich glaube, wir haben Sailor Cat verloren. Nein, nein. Ich wusste nur nicht, was ich sagen soll. Okay, außerdem hat Vivi den Zauber Blitz gelernt. Das ist, naja, muss man das echt erklären? Ein Blitz halt. Gut, wir wollen Garnet retten, immer noch, und ja, auf wie geht's sie? Was ich... Irgendwie leckt das Spiel bei mir gerade ziemlich beim Übertragen. Ja, dann leckt Skype, weil das Spiel läuft bei mir absolut flüssig. Ja, dann leckt Skype wohl gerade ein bisschen, aber ich schätze mal, das wird schon gehen. Na, hoffentlich. Die Viecher habe ich vor allem beim Leveln reihenweise gekillt, weil die kann man wunderschön beklauen. Gucken wir doch mal. Ah, Pollenstaub. Pollenstaub macht alle erstmal blind. Aber ich versuche ihn trotzdem mal zu beklauen und von dem kann man Zelte klauen und das ist geil. So, dann oh, halt krass. Ja, und was bringt Zelte denn? Zelte mit... Oh geil, ich habe ihn gewonnen. Mit Zelten kann man sich bei einem Mogri quasi voll heilen. Ach so. Aber nur bei einem Mogri. Also man kann das nicht einfach so benutzen. So. Und bis hierhin bin ich beim Leveln immer gegangen, weil ich weiß genau, wenn ich hier weitergehe, startet eine kleine Cutscene. Oh, da hat was rot gestimmt. Da ist irgendwas Rotes. Das ist nicht cool. Oh. Ja, das sieht sehr, sehr freundlich aus. Wenn es immer noch geleckt hat, hast du wahrscheinlich gar nichts gesehen. Ja, doch, weißt du, das ist halt irgendwie so... Ah, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben, aber die Bewegungen sind halt sehr ruckartig, weißt du, halt so... Ja, wie als würde man die Figur einfach einen Schritt weiter setzen, aber die Bewegung nicht zeigen, weißt du, wie ich meine? Okay. Das ist ganz... Ich kann es nicht erklären, wie ich das gerade sehe. Egal, Hauptsache ihr könnt sehen. Aber ich hab das Viech gesehen. Gut, sobald wir hier durchgehen, müssen wir gegen das Viech kämpfen. Ah. Yay. Aber natürlich zum wie Glück immer... Zum Glück muss ich das nicht machen, ich muss hier nur zuschauen und kommentieren. Ja, und Texte vorlesen. Ja. Aber wie das immer so ist, wenn man kurz vorm Boss steht oder vor einer Kiste, gibt's noch einen Zufallskampf. Natürlich. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass der Boss gleich auch ganz undramatisch mit zwei Schlägen umfällt oder so. Tja, was für ein Level warst du vorhin? Level 1? Vor der Level-Session war ich, glaube ich, Level 1, beziehungsweise Sedan war Level 2. Wow. Geht's dir gut, Prinzessin? Falls ihr es nicht gesehen habt, die lag da hinter der Blume. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich mir gedacht, weil man hat ja nur ganz kurz gesehen. Das ist hier wohl der Boss. Prinzessin! Gluck, gluck. Gluck, gluck. Du hältst dich da gefälligst raus. Wie stehe ich denn da, wenn die Prinzessin Alexandrias von einem Räuber gluck, gerettet gluck. Wird?
Achso, nochmal Glock, genau. Ja. Glaubst du, du packst den allein? Mit dem Level? Ja. Auf geht's, Vivi. Wie auch nur Vivi anspricht. Der Waldtyrann. Beziehungsweise er heißt nicht Waldtyrann, er hat einen irgendwie ultra schwer auszusprechenden Namen, glaube ich. Und unsere Gruppenaufstellung hat sich eine Plantocerebrum, also das Pflanzengehirn. Okay, krass. Ja, ein bisschen Fremdsprachenkenntnisse helfen manchmal auch bei Totensprachen. Und der macht uns natürlich auch erstmal blind. So, ich hatte kein Latein, ich hatte nur Französisch. Und Spanisch. Ich glaube, das war sogar Griechisch. Bin mir aber nicht sicher. Ich hatte auch kein Griechisch. So fest bin ich da drin noch. Dass ich keine Ahnung habe, welche Sprache das war. Aber Cerebrum klingt eigentlich lateinisch. So, was wir jetzt natürlich wie bei allen Bossen wollen, wir wollen den erstmal leer klauen. Und das heißt, wir greifen nicht an. Ansonsten, wir haben eine neue Fähigkeitenliste bei Steiner hinzubekommen, das Magieschwert. Das Magieschwert kann Steiner nur benutzen, wenn Vivi in der Gruppe ist und noch lebt. Also sobald Vivi tot ist, geht das nicht mehr. Und da kann er quasi jeden Zauber von Vivi mit seinem Schwert kombinieren und zuschlagen. Das Mana wird allerdings Steiner abgezogen, nicht Vivi. Fragt nicht, warum. Krass. Magie ist immer schön, ich mag Magie. Es gibt ein bisschen Magie in diesem Spiel. Was? Es gibt auch so ein bisschen Magie im Spiel. Eisenhelm. Ich glaube, das war das wertvolle Item, das wir haben wollten. Aber ich guck lieber nochmal nach. Es wäre jetzt natürlich eine super Gelegenheit, mal Räuberauge zu benutzen. Kannst du mich eigentlich noch gut verstehen oder ist die Musik jetzt zu laut? Ja, jetzt geht's noch. Aber gerade eben habe ich dich ein bisschen schlecht verstanden. Ah gut, wir haben ihn schon leer geklaut. Dann können wir ihn jetzt... Da kommt schon Blank. Blank kommt normalerweise erst, wenn der Kampf eine gewisse Anzahl Runden gedauert hat oder wenn Zidane in den gelben Bereich kommt. Von den Lebenspunkten her. Normalerweise passiert das vorher, aber weil wir so stark sind, naja. Wir haben Blank. Spoiler-Alarm, wir werden nicht sehr lange Freude an ihm haben. Okay. Ja, sonst, was kann man uns diesem Boss noch sagen? Ich glaube, ich habe das, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, allerdings muss ich zu meiner Verteidigung sagen, da war ich auch irgendwie 9 oder so. Nee, 10 war ich, glaube ich. Bin bei dem Boss tatsächlich gescheitert. Ach so. So. Ja, aber das glaube ich schon, wenn man ein Kind ist. Prinzessin, so kommt doch zu Sinnen. Zidane, gib mir das Gegengift rein. Bald fühlt ihr euch wieder besser. Mit ein bisschen Bettruhe ist sie wieder auf den Beinen, oder? Was denn? Das war's noch nicht? Nein, der Boss war ein tragender Boss. Jetzt geht's richtig ab. Ein was? Ein tragender Boss. Was ist das? Ich wollte sagen, es gab mal bei den Simpsons diesen Witz mit einer Wand, die einstürzt, weil ein Poster abgehängt wurde, weil es war ein tragendes Poster. Das hier war ein tragender Boss. Ach so, na dann. Und es gibt komische Spinnen. Pflanzenspinnen. Yay. Diesmal liegt unser Heil in der Flucht. Flieht, ihr Narren. Was zögerst du so? Was zögerst du so, würde ich lieber fragen. So, man kann gegen die kämpfen, es bringt aber nichts, es kommen endlos viele nach. Ja gut, dann lassen wir es lieber. Und bevor jetzt jemand denkt, das ist doch eine super Stelle zum Leveln, die bringen leider auch kaum Erfahrungspunkte. Oh, und da springen sie!
Genau, auch die haben Namen, glaube ich. Also alle Monster haben Namen, aber ich glaube, die hatten auch irgendwie einen coolen Namen. Oh, das wäre so mein Albtraum. Plantomantis. Dein Albtraum? Oh Gott, ja, die wären richtig creepy. Vor allem, weil die halt so groß sind. Ich fände die aber auch schon einen kleinen creepy. Vivi hat geklärt. Und ja, dieser Kampf bringt Erfahrungspunkte, aber die, die einen einholen können, bringen so gut wie keine. Was ist los? Irgendwas stimmt mit dem Wald hier nicht. Ach, das fällt dir jetzt auf. Ja, der heißt Verwunschener Wald und hier gibt's gruselige Monster, also ja. Und ob was mit dem Dreckswald nicht stimmt, schlimmer kann's doch nicht mehr werden, oder? Oh, mit dem Dreckswald. Der Wald verfolgt uns. Blank, kümmere dich um die Prinzessin. Hier geht alles den Bach runter. Hey, was hat der vor? Ich liebe diese Szene. Ja. Sie haben Blank. Ich weiß nicht, der Wald ist krass. Ich weiß nicht, was da von Skype bei Skype von der Szene übrig bleibt, aber sie ist cool. Ja, nee, ich sehe es schon. Ich sehe es halt nur ja abgehackt. Ich kann es, wie gesagt, nicht so gut beschreiben. So als würden sich die Figuren halt einfach ruckartig bewegen. Aber ich habe schon gesehen, was war, und es ist strange. Elender Sturkopf. Blank. Ob es der Prinzessin bald wieder besser geht? Oh. An allem ist nur dieser Kerl schuld. Ein Freund opfert sich für ihn, aber er verzieht keine Miene. Kerl, du bringst mich auf die Palme. Prinzessin! Gluck, gluck. Gluck, gluck. Steiner? Ihr habt mich gerettet. Euch selbst unter Einsatz meines Lebens zu beschützen, Prinzessin. Gluck, gluck. Gluck, gluck. Das ist die Aufgabe von diesem Steiner, der hier vor euch steht. Steiner ist übrigens sein Nachname. Ach so. Also man kann seinen Nachnamen festlegen. Mit Vornamen heißt er in jedem Fall Adelbert. Adelbert, super. Hey, meine überragenden Fähigkeiten und die Schwarzmagie von Vivi waren es, die dich gerettet haben. Ich stehe tief in eurer Schuld. Im Fall von Meister Vivi ist das gewiss etwas anderes, aber diesem Kerl gegenüber steht ihr sicherlich in keinerlei Schuld. Und überhaupt, hättest du die Prinzessin Gluck Gluck nicht entführt, dann wären wir nie in diesen Schlamassel hineingeraten. Sich danach als heldenhafter Retter aufzuspielen, das schlägt dem Fass ja wohl den Boden aus. Kerl, wenn wir erst beim Schloss sind, dann hängst du. Steiner. Ich habe Alexandria aus freien Stücken verlassen. Ja, genau. Wir kamen zwar, um sie zu entführen, aber vielmehr sollte man sagen, dass sie sich uns anschloss. True. Prinzessin, gluck gluck, ist das denn wahr? Das ist so Wahnsinn, wie oft er das sagt. Es ist so, wie er es sagt.
Also, da du ja jetzt den Durchblick hast, sei brav und lass uns gehen, Alter. Ich denke, du weißt über den Fluch des Nebels Bescheid, oder etwa nicht? Über die Monster, die aus dem Nebel kommen. Über die giftige Wirkung des Nebels. Nebel erkläre ich gleich noch. Mhm. Wir müssen die Prinzessin auf der Stelle von einem verwunschenen... Gluck, ja, schon wieder. Von einem verwunschenen Ort wie diesem hier wegbringen. Das kannst du vergessen, Alter. Nur weil sie die Augen aufgemacht hat, heißt das noch lange nicht, sie wäre wieder gesund. Habe ich dich nach meiner Meinung gefragt, oder was? Und wo, bitteschön, willst du durch die Nebelschicht? Die Gegend hier ist inmitten einer tiefen Schlucht, noch nicht bemerkt. Und sowohl das Süden- als auch das Nordentor sollen im Moment ja gesperrt sein, oder? Tja, was denn nun? Jetzt mal abgesehen davon, was da steht, ich finde, er, seine Geste sieht halt gerade aus, als wäre er sehr angestrengt am Kacken. Vielleicht. Die Prinzessin ist noch schwach und kann kaum laufen. Und du machst auch nicht gerade den frischesten Eindruck. Sich geschwächt und ziellos auf den Weg zu machen, ist das denn nicht noch viel gefährlicher? Muss ich mich etwa von dir herumkommandieren? Steiner! Wer hat das gesagt? Ich glaube gar nicht, oder? Stand da nicht Sedan? Hm. Ach so. Nee, ich glaube, keine Ahnung. Wessen Aufgabe ist es, Prinzessin Garnet zu beschützen? Selbstverständlich meine Aufgabe. Die Aufgabe eines königlichen Ritters. Schon gut, schon gut. Bis die Prinzessin wieder vollständig genesen ist, ist es meine Aufgabe, über sie zu wachen. Gluck, gluck. Danke. Ich zieh das durch. Sehr schön. Auch in den dramatischen Szenen? Weiß ich noch nicht, aber ich hätte jetzt schon gedacht. Ich weiß ja nicht, wie dramatisch die noch werden. Na prima, dann sind wir ja einer Meinung. Es wird auch irgendwann weniger. Na dann. Wir müssen uns überlegen, wie wir nach oben gelangen. Ich will gar nicht wissen, wie die alle in das kleine Zelt passen. Tja. Kannst du schon wieder laufen? Ja, dank der Medizin, die ihr mir gegeben habt. Was ist überhaupt geschehen? Nachdem wir dieses Riesenmonster im Wald fertig gemacht hatten, ging plötzlich alles drunter und drüber. Ich habe gehört, dass euer Freund sich geopfert hat, damit wir aus dem Wald entkommen konnten. Blank ist sein Name. Wir müssen ihn schnell irgendwie rausholen. So leicht geht das aber nicht. Wir haben nichts, um die Versteinerung aufzuheben. Soll das heißen, er ist für uns? Nein, die Versteinerung kann man bestimmt wieder aufheben. Wenn wir bald hierher zurückkehren, ist es noch nicht zu spät. Aber jetzt können wir nichts anderes machen als gehen. Laut der Karte, die wir von Blank haben, befindet sich südlich des Waldes eine Höhle. Vielleicht können wir uns... Was? Vielleicht können wir von da ja aus... Vielleicht können wir ja von da aus die Nebelschicht durchstoßen. Ich kann nicht mehr lesen. Der Satz war ja auch ein bisschen verwirrend. Hast du Angst? Gar nicht? Träum weiter. Nein. Keine Angst, ich bin ja bei dir. Uah, da kommt was! Einen Moment, Koppo! Ich wohne ja schon seit 20 Jahren im verwunschenen Wald, aber ich habe noch nie jemand lebend aus ihm rauskommen sehen. Das ist eine ganze Textbox ohne Koppo. Stimmt, Koppo! Wahnsinnig, Koppo! Ihr seid ganz schön stark, Koppo! Dafür holt das jetzt zweimal nach. Aber bloß nicht übermütig werden, Koppo. Da draußen warten noch viel schlimmere Gegner auf euch, Koppo. Bevor ihr in die große, weite Welt hinausgeht, geht zu Mogomaya. Der weiß Bescheid, Koppo. Ach Gott, das scheiß Tutorial. Ah, nein.
Nein! Auf gar keinen Fall! Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kupo? Na logisch, Kleiner! Also sperr mal deine Lauscherchen auf! Heute haben wir sogar seltene Gäste, da werde ich mich besonders ins Zeug legen. Nichts. Chefchen weiß echt viel, Kupo! Hehe, so ist es! Also theoretisch hätte man ihn jetzt nach allen... Naja, nicht nach allen, aber nach sehr vielen Mechaniken des Spiels fragen können und nein. Nein, danke. Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich euch diese Flöte, Kupo! Mogris Flöte erhalten. Mit dieser Flöte könnt ihr uns im Weltmodus herbeirufen. Willst du auf ihr spielen, drücke die B-Taste, Kupo. Gute Reise, Kupo. Kann das sein, dass Steiner pennt? Ja, stimmt, so sieht's aus. Vielen Dank. Kupo, Kupo. Tschüss. Wo? Ein Feind? Wo? Wo ist er? Die anderen sind schon weg, Kupo. Prinzessin! Gluck, gluck. So wartet doch. Oh, das ist echt Wahnsinn. So, willkommen im Weltmodus. Auf dem Kontinent des Nebels. Huch, das wollte ich nicht. So, Nebel. Ja. Dieser Kontinent, wie komme ich jetzt auf die Weltkarte? Weltkarte, wie ging denn das? Wie komme ich auf die Weltkarte? Oh, das ist interessant. Ah, Weltkarte. Dieser Kontinent heißt Kontinent des Nebels, weil er ist voller Nebel. Nebel ist irgendein, ja, es ist permanenter Nebel, ist irgend so ein magischer Nebel. Einerseits können damit irgendwie die Luftschiffe angetrieben werden. Wie das funktioniert, weiß eigentlich keiner. Andererseits erzeugt der Nebel auch Monster. Also der Nebel ist unsere Ausrede für Zufallskämpfe. Keinen Nebel gibt es auf den höheren Plateaus dieses Kontinents, die ich hier zeige oder hier, wo Alexandria ist. Aber in den Niederungen dieses Kontinents gibt es halt Nebel. Und Nebel ist nebenbei auch noch irgendwie giftig, heißt es zumindest. Aber naja, so. Außerdem Weltmodus. Weltmodus funktioniert ein bisschen anders. Unter anderem haben wir hier überall Zufallskämpfe. Und wir können prinzipiell Mogo herbeirufen und hier Zelt und Speichern benutzen. Also auf der Weltkarte können wir überall speichern. Und wenn wir ihn tausendmal rufen, ohne dass es was gibt, rastet er irgendwann aus. Mache ich jetzt aber nicht. Cool. Ja. Auf dieser Weltkarte werden wir eine Menge Zeit zubringen. Also, was heißt, aber wir werden uns oft über die Weltkarte bewegen. Es gäbe jetzt auch noch zwei alternative Wege, die wir gehen können, aber wir gehen direkt zu der Höhle da. Wahrscheinlich kriegen wir unterwegs einen Zufallskampf. Nein, okay, das ist die Höhle des ewigen Eises. Da werden wir beim nächsten Mal reingehen, aber heute nicht mehr. Denn das reicht. Außerdem... Das erinnert mich gerade ein bisschen an Frozen 2. Wald mit lauter Nebel, Höhle mit Eis. Ja, die Höhle hat ein bisschen viel Eis. Ja. So, ich werde hier speichern und werde die Gelegenheit natürlich nutzen, weil wir haben jetzt eine Garnet dabei, die noch Level 1 ist. Also, ja, also könnt ihr euch ja denken, was ich jetzt vorhabe. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Da hätte ich nicht drüber speichern dürfen. Macht aber wahrscheinlich nichts. Müssen wir uns einfach nur merken. Okay. Kann es sein, dass ich gerade meinen Pause-Knopf gefunden habe? Ja, ich habe meine Pause-Taste wieder gefunden. Hooray! Yay! Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn nicht, dann gebt dem Video einen Daumen nach unten. Was willst du sagen? Ja, danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao, ciao.